Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Habe ich auch gespeichert? Ich glaube nicht. Verdammt. In der letzten Folge haben wir das Ende der Welt weiter erkundet. Oder die Weltenkarte. Ja, eigentlich nur die Dinge haben wir erkundet. Wo wir vertraute Orte gesehen haben und ein paar Schätze abgegriffen haben und gegen, ja, herzlose erkennt haben. Jetzt gehen wir hier rein, weil das sieht doch sehr einladend aus. Diese Toilettenspülung des Todes. Ha, dann wollen wir mal. Eine sehr menacing Musik. Ein sehr furchtbarer Gegner. Es ist der Teufel persönlich. Von Phantasia. Oder Chernabog heißt er, glaube ich. Oder Chernabog. Vielleicht mit seinem epischen Thema. Machen wir natürlich schnell fertig, auch wenn der Kampf awesome ist. Er macht ja nichts. Oh, warte. Mein verdammt. Ja, die sind schon beide tot. Boah. Ich voll mit seinem Feuer geklatscht. Rutsch. Hier habe ich Kräuterschutz. Hab ich doch, oder? Upp. Jetzt habe ich noch am Anfang genommen den Schild, ne? Bin selbst überrascht, wie viel Schaden ich nehme. Wie viel Schaden ich austeile, immer noch. Also, der kann ein bisschen schwierig werden. Solange man sich nicht mal rechtzeitig heilt, kein Ding. Lass mal damit, verdammt. Nimm so. Ah. Hätte ich auch locker im letzten Part noch machen können, verdammt. Warum bin ich so stark? Schon den letzten Endgegner ja locker weg. Wenn es so weitergeht. Die Gruppenability Paragleiter erlernen. So, jetzt können wir ein bisschen schneller fliegen. Ja. Fliegen wir nicht mehr so langsam. Das ist gut. Kann ich am Boden landen? Das ist schnelles Fliegen. Treff das Ding, verdammt. Alter. Alter, gibt's doch nicht. Jetzt sag mir mal, was besser ist. Das hier oder das hier? Sieht doch nicht so bescheuert aus hier. Ja, das wird mich jemand so ziehen, ey. Ich mag die Animation nicht. So. Das ist jetzt alles nur symbolische Deutungen. So, und rate mal, wen wir jetzt wieder treffen.
Ja, den hier wieder. Weil viermal ist überhaupt nicht langweilig. Ne? Mein Ernst, das ist einer der langweiligsten Gegner überhaupt. Der kommt 5 Milliarden Mal vor im Spiel. Weil mich mag nicht so Gegner, die einfach sich nicht bewegen und fast gar nichts machen, um anzugreifen. Einzige, was hier immer passiert ist, dass wir so blöd sind, seinen Angriff reinzulaufen. Wirklich angreifen tut er uns nicht. Ich mag es nicht, wenn Gegner machen. Also vollkommen ignorieren. Da, der läuft einfach. Warum läuft er jetzt? Ist keiner in diese Richtung. Kann ich nicht immer einen Volltreffer machen? Das für 940 Erfahrung. Mache dich auf. So, nächste Welle. Und das werden den kaputt gemacht. Alter, sind das viele. Warum seid ihr beide schon wieder weg? Weil das gibt's doch einfach nicht. Da bin ich irgendwie voll überpowered. Ich hab das Gefühl. Da sind Dorn und Goofy nicht so stark. Ich gehe nicht. So. Ah, das ist lustig. Tragbares ist was, wow, sehr schön. Er kann noch was tragen. Komm her. Ach, wenn ich mich selber heile, schützt mich das nicht, oder was? Warte mal, aufhören damit! Ich will die ganze Zeit nur Schüsse! Oder kann eigentlich Donut machen? Ja, sag ich doch. Oh mein Gott! Das ist natürlich nervig. Ja. Warum fangen jetzt schon die neuen Gegner auf hier? Oh Mann. Er hätte wohl gerne. Oh mein Gott, ich bin als einziger am Leben. Boah, ich kann Donut nicht heilen. Seid so nervig, der ist halt eigentlich. Danke, Combo Master. Warum ist das auf Englisch?
Jetzt habe ich da die Fähigkeit, die irgendwie mehr, die dafür sorgt, dass mein Abschlussangriff viel stärker wird. Je mehr Kombos ich mache, oder? Was habe ich angeskauft? Ja. Muss die letzte Welle glaube ich sein, ne? Nein. Dieser Engel ja alles überlebt bis jetzt. Danke. Wird auf jeden Fall nützlich sein. Auf zu tanzen, Mann. Ja, das war's, oder? Nein. Das ging schnell, sehr gut. Der wehrt jetzt sowieso gleich wieder ab. Eva. Wie macht ihr mit deinem neuen Schild kaputt? Und du, ja. Was sind überhaupt Engel? Mein Herz. Die sehen irgendwie gut aus anstatt böse. Ah, ich sag mir hier. Nur so ein paar HP, komm her. Oh mein. Das ist hier so ein Durcheinander, ne? Oh, der Krise. Ist der echt? Boah. Ich bin auf Nerven, ey. Boah, endlich. Ja, da kommt jetzt noch eine Welle. Danke. Boah, das war nervig. Das war ohne Ende nervig. Ach. So, dann gehen wir mal rein. Und wir sind jetzt mit der Welt fertig. Huh? Süße? Was ist denn? Weißt du das nicht? Da. Sei vorsichtig, dies ist der letzte sichere Ruheort. Danach wird dich kein Licht mehr schützen. Aber keine Angst, dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Das kennen wir doch schon von Anfang. Ich höre nichts. Seltsam, die Stimme kam mir bekannt vor. Aber vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Es wird übrigens nie erklärt, wer diese Stimme ist. Offiziell. Finale Elixier, okay. Habe ich auch Ability bekommen? Nee. Doch, Combo Meister habe ich bekommen. Combo Master, Entschuldigung. Wir Combo Attacken selbst, wenn die Attacke daneben geht. Ja. Der Angriff. Ich dachte, wäre jetzt was anderes. Schau, mach mal weg und dann kommt Combo Meister. So, habt ihr noch irgendwas? Du. Warte mal, ihr. Wir werden schon mal rausnehmen, dann kriegst du frohe Natur rein. So, wir sind Level 55, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Level für den Endkampf, finde ich. Gehen wir mal noch ganz kurz zurück zum Accessoire-Laden von Traverse, ob wir dieses Mal was herstellen können. Wir haben jetzt gegen viele Gegner gekämpft. Also, ja.
Ja, würde ich sagen, wir machen das so. Ich mache in der nächsten Folge den Endkampf. Das ist dann Part 45. Ist doch gar nicht schlecht. Beziehungsweise ich fange den Endkampf an, weil der wird lange dauern. Und dann machen wir den Hades Cup. Und dann machen wir die ganzen optionalen Bosse. Ich sage, ach komm schon. Ich kann Abilitaminen herstellen, das ist gut. Aber ehrlich, ich kann echt nichts herstellen. Was ist denn das? Tropfen. Ja, reicht wahrscheinlich nicht, um was Neues herzustellen, ne? Ah, das ist so verzweifelt. Dabei gehe ich keinen Kampf aus dem Weg. Und scheint anscheinend noch nicht zu reichen, um alle möglichen Sachen herzustellen. Na, wieder schauen wir rein. Ja. Das ist ein sehr kurzer Part jetzt. Gehen wir mal zurück. Weil man kann nämlich noch einen Kampf hier auslösen am Ende der Welt. Und Level 55 scheint auch in Ordnung zu sein für den letzten Kampf. Dann machen wir, wie gesagt, den Endboss. Den Hades Cup danach. Danach die anderen optionalen Bosse. Ich muss mal nachdenken. Diese ganzen Bonusgegner, die es noch gibt. Zum Beispiel diese ganz vielen großen Herzlosen im Wunderland. Habe ich davon schon alles gezeigt? Ich glaube ja, ne? Gucken wir mal. Oh, hi. Euch habe ich eigentlich nicht gesucht, aber okay. Welchen haben wir noch nicht? Aerora, ne? Aeromeister haben wir, glaube ich, noch nicht. Schon nur einer. Den Stopp haben wir auch nicht. Verdammt. Das war heute ein bisschen schwer. Für einen müsste das reichen. Komm schon. Nein, stopp. Dreh dich. In Kreise. Nicht tanzen, drehen. Ja, genau wie der da. Mann. Wie kommt man denn da schön auf Blitz? Das verstehe ich bis heute nicht. Ich glaube, der macht das nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Da wird nichts mehr. Erst noch einmal ein bisschen Glück. Bisschen Glück. Bisschen Glück. Bisschen Glück. Ja, Drecksacke hier. Ah. Ich habe am allerersten Mal schon direkt Aero gegeben, ne? Euch suche ich eigentlich nicht. Es noch ein paar andere Gegner, die man triggern kann. Hi, na? Autsch. Der Grund hat mir den Spiel gut. Wie heißen die Dinger nochmal? Schattenschalz? Eine ganz spezielle Dance-Truppe hier. Yeah.
Voll übermächtig sind die Dralle. Ja, Aero, mein Gott. Einen haben wir erledigt. Einen. Voll stärkere Version von... den Schattenleuchten. Akrobatiker. Wie nennt man das? Mit Akrobatiker. Akrobatischer, mein Gott. Die sind echt voll die Dance-Tuch, ne? Voll dämlich, wie sie sich bewegen. Gut, weg. Ist immer neben mir auftauchen, kann das sein? Alter. Boah, wie den Kampf in die Länge ziehen, ne? Wir haben es wieder voll geil. Oh mein Gott, verreckt er jetzt. Saugen wir noch nicht mal neben mir auf. Ich kann nicht im Party mit irgendwas füllen. Hey. So, nur einer übrig. Was machst du jetzt? Wir rufen jetzt nochmal neu. So, hat für 480 Erfahrungspunkte. Ich krieg die Krise. Aussehen. Da hat sich voll gelohnt, ne? Dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir den Endkampf hier entgegenfiebern. Ja? Ja? Okay. Dann, ich habe Goofy überholt. Level. Jawohl. Dann sage ich dann, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.